In Frankfurt, bei der Eintracht und in der Stadt Frankfurt kann sich niemand vorstellen, dass diese Mannschaft absteigen könnte in diesem Jahr. Sie gehört ja zu den großen Vieren wie der 1. FC Kaiserslautern, die von Anfang an dabei sind. In 14 Tagen ist es soweit, dann ist es ein Jahr zurück, dass die Eintracht den deutschen Pokal gewonnen hat in Berlin. 7 Spieler von damals sind auch heute noch dabei, aber mit ganz anderen Zielen. Klassenerhalt. Jörg Dahlmann und Markus Jestädt berichten über das Spiel und sie haben die Zuschauer befragt, wie sie über eine Nicht-Abstiegsprämie der Frankfurter denken. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Was halten Sie davon, dass die Frankfurter jetzt mit einer Zusatzprämie belohnt werden sollen, damit sie nicht absteigen? Ja, nicht viel, ne? Nicht viel. Die verdienen doch genug. Ich muss im Beruf auch Leistung bringen. Wenn ich keine Leistung bringe, kriege ich ja auch keine Prämie, wenn ich dann irgendwas erreicht habe, was ich so auch erreicht hätte. Das ist unakzeptabel. Für mich ist es ein reiner Witz, weil ein Bundesligaspieler muss ja froh sein, dass er so gutes Geld verdienen kann. Und das muss ein Ansporn genug sein für einen Bundesligaspieler, sich die Klasse zu erhalten, damit er weiterhin gutes Geld verdienen kann. Im Prinzip ist es natürlich scheiße, ne? Es sind Profis und die müssen von vornherein die Einstellung dazu haben. Ne? Die sind wahrscheinlich die letzten beiden Spiele in der ersten Liga. Da müssen sie ja noch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen ist es wahrscheinlich von dem Verein her gerechtfertigt. Ich finde es schwachsinnig. Sie haben es gehört, die Kluft zwischen Fans und Verein wird immer größer. Mal schauen, ob die zweifelhafte Nicht-Abstiegsprämie etwas nutzte. 16.000 Zuschauer im Stadion, Kaiserslautern ohne den erkrankten Chor angetreten, war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Rutke zur Schupp. Die lauterer Zuschauer jubelten, aber der Ball strich am Tor vorbei. Markus Schupp übrigens hatte in einem Interview davon gesprochen, man müsse Frankfurt heute den Gnadenschuss verpassen. Bei allem Engagement, lieber Markus Schupp, es ist unflätig, einen solchen Ausdruck zu benutzen. 23. Minute, Lautern deutlich überlegen. Labbadia, schöner Trick. Und Elfmeter. Heftige Proteste der Frankfurter. Karl-Heinz Körbel schubste den Schiri weg, sah dafür gelb. Wir sehen die Szene noch einmal. Meines Erachtens hatte Binz zuerst den Ball gespielt und danach fiel Labbadia. Und dann erst wurde Labbadia in die Zange genommen. Es wird zum Duell Wolfram Wuttke gegen Uli Stein kommen. Und Stein blieb Sieger. Er hatte, wir sehen es in der Zeitlupe, mit dem Oberkörper gewackelt, so wie es Rüdiger Vollborn letztes Jahr im UEFA-Pokalfinale gegen Barcelona tat. Und dann hatte er die richtige Ecke gewählt. Wir sehen den Elfmeter ein drittes Mal. Eine Kamera hatte sich nur auf Uli Stein konzentriert. Wenn Sie einen solchen Zusammenhalt schon mal früher gezeigt hätten. Der Begriff Nicht-Abstiegsprämie würde in Frankfurt gar nicht existieren. Weiter ging's. Lautern immer noch besser. Labbadia gegen Stein. Immer noch Labbadia. Und Körbel. Der treue Charlie. So wird er ja hier genannt. Es dauerte 33 Minuten, bis die Eintracht zu ihrer ersten großen Tormöglichkeit kam. Eckstein, schön vorbereitet, Binz und Ehrmann. Prima gemacht von allen dreien. Ein Tor für Frankfurt hätte allerdings den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Jörg Berger, der Eintracht-Trainer, seit heute Mittag 2:30 Vater von prachtvollen Zwillingen, 2 Mädchen. Sein Motto, erst 2 Kinder, dann 2 Punkte. Aber es sah schlecht aus. Nur 2 Frankfurter Chancen in der ersten Hälfte. Dies ist die zweite. Gründel macht es allein. Groß und Eckstein. Das 1:0, 45. Minute. Da sollten alle Eintrachtler einen braven Diener machen, denn es war ein Geschenk von Kaiserslauterns Nummer 4 von Axel Roos. Der hatte den Ball wunderbar für Eckstein gestoppt. Das erlebt man nicht alle Tage. Zur Halbzeit ein mehr als schmeichelhaftes 1:0 für Frankfurt. Die zweite Hälfte sollte eine Steigerung bringen, vor allem die Eintracht stark verbessert. Eckstein
Ehrmann dazwischen und Gründel im Nachschuss, wieder Ehrmann. Und dann gab es Freistoß für die Lauterer. Ausgeführt, na klar, durch Wolfram Buttgel. Und was für ein Tor! Ausgerechnet die Spieler, die zuletzt arg kritisiert worden waren, hatten bisher für die Glanzpunkte gesorgt. Stein, Eckstein und hier Wolfram Buttge. Ist das nicht ein herrliches Tor? Wunderbar. 8 Minuten später, 61. Minute. Freistoß Eintracht. Gründel ist am Ball. Groh verfehlt, aber nicht Eckstein. Sein zweites Tor und er krönte damit seine gute Leistung am heutigen Abend. Dieser Hechtkopfball kostete Trainer Berger 100 Mark, denn diese Sonderprämie hatte er für den ansonsten kopfballschwachen Eckstein ganz persönlich ausgesetzt. Man sieht, es geht halt doch alles. Eckstein hechtet in den Ball. Das Spiel nun hochklassig. Bakalorz inzwischen eingewechselt. Turowski, Ehrmann ist draußen. Verfehlt Mann und Ball. Turowski und Yoshigro vor der Linie. Dann wieder die Lauterer. Buttge und Friedmann. Wie knapp der Ball am Tor vorbeistrich, das sehen Sie in der Wiederholung. Freistoß von Buttge. Kai Friedmann. Frank Schulz, seine Zukunft ist noch ungewiss. Bakalorz, wieder Schulz. Chancen, Chancen, Chancen. Ein prima Spiel. Noch 5 Minuten zu spielen. 2:1 für Eintracht. Dieter Eckstein auf dem Weg zum nächsten Tor. Aber von Foda von den Beinen geholt. Es gab wieder Elfmeter. Diesmal für die Eintracht. Klare Sache. Und nun die bange Frage. Wer würde schießen? Eckstein hatte zuletzt 2 Strafstöße vergeben. Heiße Diskussion. Jörg Berger, er konnte es nicht mit ansehen, mit dem Rücken zum Geschehen. Karl-Heinz Körbel, Charlie, Charlie rufe. Zu 1 für Frankfurt, 3 Tore im Waldstadion für die Eintracht. Das hat es zuletzt am 14. Mai 88 gegeben, also vor einem Jahr. Und wieder eine Chance, diesmal war es Binz. Die Lauterer steckten nicht auf. Axel Roos, Labbadia, das Anschlusstor, 3 Minuten vor dem Ende. Aber ich kann es vorwegnehmen, es blieb beim 3:2 für Frankfurt. Vielleicht bewirkt sie doch etwas, die Nicht-Abstiegsprämie. So nachdenklich, dass auch stimmen mag. Die letzten Bilder, auch das eine Seltenheit. Das war's aus Frankfurt. Wolfram Esser, bitte. Bundesliga wurde gespielt. Stadt Saarbrücken.